Der offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. Von Fans für Fans. Johann Platt, El-Johan hat wieder zugeschlagen, hat das 1:1, das wichtige Tor gemacht. Habt ihr in der Halbzeit euch richtig darauf eingeschworen, dass hier nochmal was geht? Wie war die Stimmung in der Kabine? Wir haben in der ersten Halbzeit nicht so gut gespielt, aber trotzdem waren wir nicht schlechter. Und das hat uns auch viel Hoffnung gebracht. Und wir haben gesagt, weiterkämpfen, weitermachen und dann gewinnen wir das Spiel noch. War das eine ganz große Chance, wo der Osnabrücker Spieler dir den Ball in den Lauf legt, du auf einmal frei vorm Torwart bist? Hast du zu lange nachgedacht oder was war da los? Keine Ahnung. Ja, das ist einfach scheiße. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Normal ist das ein Tor, aber weitermachen und... das passiert jedes Stürmer einmal, oder, aber weitermachen und noch viele Tore machen. Ne? Ja. Dann hast du es gemacht. Hast du das Gefühl gehabt, also heute geht noch was nach dem 1:1, wir gewinnen das Ding oder wärt ihr mit dem Punkt zufrieden gewesen? Nee, wir spielen jedes Spiel zu gewinnen und auch natürlich nach diesem 1:1 haben wir gedacht, weitermachen und gucken, was noch mehr drin ist. Jetzt nächste Woche geht es gegen, lass mich überlegen, Unterhaching. Wie sind deine persönlichen Ziele für dieses Spiel? Geht ihr da auch auf den Sieg? Oder? Ja, jedes Spiel spielen wir, um zu gewinnen. Und nächste Woche auch, klar. Okay, alles klar. Dann guten Heimweg. Danke für das Tor. Ne? Vielen Dank. Auf das nächste Tor. Am Ende 2:1 Sieg verdient, glücklich. Wie ist deine Sicht? Erstmal war es ein sehr, sehr schönes Spiel, glaube ich, vor der Kulisse. Das ist das, worauf wir Woche für Woche hinarbeiten, dass man so eine Kulisse hat. Zu Hause haben wir die sowieso. Und hier, das nehmen wir gerne mit und am Ende, glaube ich, ein verdienter Sieg. Also gerade in der zweiten Halbzeit war es ja wirklich ein Schlagabtausch, da ging es ja hin und her, ein unglaublich hohes Tempo. Wir haben oben beim Fanradio gesagt, jeder Fehler ist jetzt entscheidend. Zum Glück hat den Fehler VfL Osnabrück gemacht. Wir haben am Ende das 2:1 Siegtor geschossen. Am Ende wurde es nochmal eng, die richtige Druckphase, gerade in der Nachspielzeit. Du und Pelle hinten alles weggeköpft, das war wirklich eine unglaublich starke Leistung. Wo sagst du, war so der Punkt, wo du gespürt hast, heute geht dir was, obwohl wir 1:0 zurückgelegen haben? Ich glaube, den Punkt hatte ich nicht, weil ich die ganze Zeit im Spiel gemerkt habe, oh, jetzt wird es schwer und der nächste Fehler wird bestraft. Von daher geht das Spiel dann nicht nur immer noch in die Beine, sondern das ist auch ein Kopfspiel. Also man muss sich zu 100% konzentrieren, gerade Pelle und ich hinten. Und von daher bin ich froh. Ich glaube nicht, dass es ein Fehler war vom VfL, sondern ich denke, die haben vorher Fehler gemacht, die wir nicht bestraft haben. Und ich denke, das war einfach riesig herausgespielt. Super Flanke von Leo und Halli ist da, wo er sein muss. Ja, und dann fällt halt der ganze Ballast von einem ab. Wir haben wirklich in der Schlussphase auf der Tribüne gesessen. Puls war 180, weil das Tempo auch auf der Tribüne unglaublich hoch war. Die Fans im Gästeblock, eine unglaubliche Stimmung gemacht. Wie trägt einen das nach vorne auf dem Feld? Ich glaube, das hat man gesehen, wie uns das nach vorne trägt. Also es macht einfach Spaß und wir wollen so weitermachen. Aber wie gesagt, es macht einfach Spaß. Es macht Spaß, wenn die Fans auch so eine Reise antreten. Obwohl das für uns ja, für unsere Verhältnisse eine kurze Reise war. Es ist einfach riesig, wie die uns unterstützen. Und am meisten Gänsehaut bekomme ich, wenn wir nach dem Spiel vor den Fans stehen können und AU machen können. Und darauf arbeiten wir auch immerhin. Pelle, letzte Woche ausgenockt, heute hinten alles weggenickt. Ich glaube, es war ein richtig gutes Spiel, oder? Ja, sagen wir so. Wir haben 2:1 gewonnen. Das ist das Positive. Das nehmen wir so mit. Und alles andere ist im ersten Moment zweitrangig. Die erste Halbzeit war sehr durchwachsen, viele Nicklichkeiten im Mittelfeld, viele kleine Fehler auf beiden Seiten eigentlich. Osnabrück ging für uns eher überraschend in Führung, lag eigentlich nicht wirklich in der Luft. Dann kommt ihr in der zweiten Halbzeit zurück. Was habt ihr euch in der Kabine vorgenommen? Ja, wir hatten uns von Anfang an eigentlich auch vorgenommen, dass wir hierher fahren und 3 Punkte mitnehmen wollen. Ne? Das ist die Maxime. Das wollen wir immer eigentlich einfahren. Erste Halbzeit war sehr verhalten von uns. Wir haben nicht zielstrebig genug in die Spitze gespielt. Aber durch unseren, ja, man hätte ja schon früher in Führung gehen können vorher, aber dann hat Johann das Ding nochmal ausgemerzt. Klasse Kopfball. Aber dann kamen wir auch ein bisschen besser nochmal ins Spiel. Wir waren giftiger. Trotz allem, muss ich sagen, müssen wir dann noch mehr, noch zielstrebiger dranbleiben. Wir haben dann eine kurze Schwächephase gehabt, wo wir zu viele Leichtsinnsfehler gemacht haben, zu viele einfache Ballverluste. Aber nachdem wir uns nochmal gegenseitig da schön gepusht haben, ist jeder nochmal einen Schritt mehr gelaufen. Und klasse Flanke, klasse Kopfball, verdient dann nachher mit heimgenommen.
unglaublich hohes Tempo, gerade in der Schlussviertelstunde. Als wir das Führungstor hatten, gab es auch nochmal richtig Druck hinten drin, gerade auch in der Nachspielzeit. Du mit unglaublich starken Aktionen hinten, da hast du nochmal die Fans gepusht. Was erhofft man sich durch dieses Fan nochmal pushen? Pusht man sich selber damit? Pusht man die Tribüne? Was versuchst du damit zu bewegen? Beides hat damit zu tun. Wir wollen natürlich mit Leistung wollen wir vorlegen. Die Fans draußen, die gehen da natürlich mit. Wir wollen das alles zusammen so mitnehmen. Und das hat uns schon mal stark gemacht, dass man als Einheit in die Saison oder die Saison bestreitet. Und von daher war das heute, denke ich mal, eine gute Aktion. Zumal die Leute haben gesehen, die Mannschaft schmeißt sich in jeden Ball. Einer ist für den anderen da, merzt das Ding aus. Gute Entwicklung für den Teamgeist. Da gilt es darauf aufzubauen. Vielen Dank, guten Heimweg. Danke für das starke Spiel. Ne? Sehr schön.